Grüezi. Ich bin der Kevin. Und ich bin der Dagobert. Und ihr seht Fresh Milk Team. Frauen sind zum Heiraten da, dachte ich mir, als ich eine sah und sagte ihr, wie wär's mit dir und mir. Übrigens, wieder frische Klamotten, ist mir aufgefallen. Sind die maßgeschneidert von deiner Schwägerin? Der Anzug ist ausnahmsweise nicht maßgeschneidert, weil es ist der Hochzeitsanzug von dem Großvater von meiner Schwägerin. Der hat 1949 geheiratet, war Chef einer Textilfabrik und hat das Ding nur einmal getragen. Und jetzt ist er im Heim und ich hab's gekickt. Wie kamst du eigentlich auf deinen Namen, Dagobert? Also ich meine, hat dich da irgendwie dieser, der Arno Funke inspiriert, der ja damals irgendwie in den 80ern eine Kaufhauserpressung gemacht hat? Oder liegt es einfach nur an der Comicfigur, die dich flasht? Nur an der Comicfigur. Ja, der Typ, der ist ja ziemlich geldgeil, so. Ich nicht. Aber was ich an ihm immer bewundert habe, ist diese skrupellose Leidenschaft, die er einfach auf eine Sache fixieren kann. So, es geht ihm wirklich nur um Geld und dafür macht er alles. Und ich will halt einfach nur Musik machen. Mal zu deinem Album. Das kommt ja am 20. raus, soweit ich weiß. Und ja, der Titel heißt Afrika. Wie kommst du auf Afrika? Hast du Fernweh? Hatte ich zumindest, als ich den Song geschrieben habe. Ist jetzt eine etwas längere Geschichte, aber es gab eine Zeit, da habe ich mich sehr ernsthaft, seriös auf meinen totalen Abschied von der Gesellschaft vorbereitet und in dem Zuge auch den Song geschrieben. Also mein Plan war es, nach Afrika auszuwandern und da so als Nomade zu leben, um nicht mehr gebunden zu sein an diese lästigen Bürgerpflichten und irgendwie eine Wohnung oder sowas. Ich dachte, so ein freies Leben wie ein Tier in Afrika, so, das ist genau mein Ding. Drei hab ich schon hinter mir, jetzt nochmal drei, dann noch vier, dann sind's zehn, und dann wird was geschehen. Ich habe ja auch übrigens heute ein Vier-Gewinn-Spiel mitgebracht, weil ich dachte, es wäre ganz schön, einfach mal sich hier ja, aktiv ins Geschehen mit einzubringen. Geil. Du nimmst grün, dann mach ich pink. Welchen Stellenwert haben die Frauen für dich? Also ich meine, aufgrund deiner Texte oder deiner Lyrik würde ich jetzt nicht denken, Frauen sind für dich nur Objekte, aber so für dich selber, so Stellenwert Frau. Ach, also ich bin ja so ein Mann und das heißt, das, was die Frauen an sich haben oder so, das habe ich nicht und das ist das, was mir fehlt. Deswegen sorge ich dafür, dass die irgendwie auch Teil meines Lebens sind, auf die eine oder andere Art. Und ich mag natürlich Frauen sehr gerne. Das ist das Schönste im Leben, naja, neben der Musik. Aber Musik funktioniert für mich auch nur, weil es Frauen gibt, weil die mich ja dazu inspirieren. Das hängt alles irgendwie zusammen. Freute mich zu früh, dachte nicht daran, dass 10 Jahre lange sind und vielleicht viel zu lang. Du wirst auch mit Band jetzt auch unterstützt, ne? Wenn du jetzt auf Live-Tour gehst. Das ist eigentlich die größte Änderung in meinem Leben fast. Also ich bin jetzt ständig am Proben, und zwar ungefähr 50 Meter von hier. Die ganzen Songs, die ich mir irgendwie so komisch ausgedacht habe, werden jetzt so für eine Band arrangiert. Läuft aber erstaunlich gut. Ich glaube, es wird echt geil. Und ja, ab dem Mai sind wir dann unterwegs mit dem Zeug. Ja, cool. Ja, ey, freut mich für dich, also dass das jetzt auch so mit der Band klappt und dir das auch so gefällt. Ich würde hier einen. Ja, danke. Ja. Also ich habe gar keine Frage mehr. Ich würde eigentlich lieber noch das Spiel zu Ende spielen. Um zu sehen, wer wirklich der Gewinner ist, ja. Vielleicht.